Moin Moin Schizos! Ja, morgen ist es soweit, morgen ist Silvester. Wer hätte es gedacht, das Jahr ist einfach so an einen vorbeigeschossen und morgen ist Silvester und dann geht's rein ins neue Jahr 2022. Ja, sprechen wir nicht darüber, wie die letzten Jahre so waren, ne? Wir wissen alle, was uns ganz besonders stört. Hoffen wir auf ein schönes 2022. Lasst uns alle geduldig bleiben. Aber darum soll es jetzt hier heute gar nicht gehen, denn ich präsentiere euch Speed Talk. Das habe ich schon die vergangenen 3 Tage getan. Genau, und jetzt kommt heute die 4. Ausgabe von Speed Talk. Morgen an Silvester, pünktlich 12 Uhr, genau wie heute, kommt dann die letzte Ausgabe. Das ist eine Talkshow-Parodie, die ich vor vielen Jahren einfach mal für mich gedreht habe. Es war eigentlich nie gedacht, das Ganze zu veröffentlichen. Und darum veröffentliche ich es jetzt. Ja, Freunde, insofern viel Spaß mit diesem Cringe-Scheiß. Ich möchte nirgendwo in den Kommentaren lesen, Kevin, was hast du da denn? Also das ist ja nun wirklich, also auch qualitativ ist das. Freunde, das weiß ich doch selber, Mensch. Aber hey, ich sag mal so, geteiltes Leid ist eigentlich doppelt so krass, ne? Hallo, Hallöle und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Speed Talk. Mit mir Sonja Ziegbauer. Ja, und heute ist mein Thema: Vorurteile sind Nachteile für alle. Es wird also sehr anspruchsvoll. Ja, und dazu habe ich mir wieder 3 Gäste eingeladen. Heute bei uns Walter Anders, ja, grau, aber doch Peach im Kopf. Könnte das schon ein Vorurteil sein? Man weiß es nicht. Außerdem bei uns Kurt Wernersen. Yeah. Oh, Kurt. Uiuiui. Ja, und Andrea Boberta. Ja. So, dann wollen wir direkt mit Walter anfangen. Walter, Sie werden oft für altersschwach gehalten. Ich meine, so optisch. Ist klar. Aber in Wirklichkeit sieht es anders aus. Erzählen Sie doch mal, was ist da los bei Ihnen? Liebe Sonja, nun frage ich dich mal ganz, ganz ehrlich, sehe ich wirklich so alt aus? Nein, natürlich nicht. Graue Haare, aber das ist doch nicht alles. Ja, tatsächlich werde ich oft für altersschwach gehalten. Die Leute denken, ach, guck an, ein alter grauer Mann, der sich nicht bewegen kann. So, dem ist aber nicht so. Ich habe hier schon mal erzählt, ich bin Sportler, immer noch aktiv. Ja, ich bin, also ich laufe lange Strecken, lange Distanzen, so sagt man bei uns, Distanzen. Und liebe Sonja, ja, da muss ich mich und meinen Körper fit halten. Ich habe, ja, einen Body, Hallihallo, Hallöle. Ja, Mann. Ja, Mann. Guckst du mal bitte, ja, Sonja, ich mach doch noch was her in meinem Alter, oder? Ja, Sonja, du kannst gerne mal zu so einem Lauf kommen, ne? So, ich bin Langstreckenläufer, ne? So, und da musst du einiges bieten können. Aber das sieht man mir eben erst nicht an. Klar würde ich mein Hemd aufknöpfen und du siehst, wie gut ich trainiert bin. Oh la la, ne? Ja, aber so, und das ist auch ein Vorurteil, womit ich kämpfen muss, ne? Da habe ich mit zu kämpfen. Vielen Dank für die Auskunft. Meine Damen und Herren, es geht weiter mit Kurt. Deswegen sind Sie sicherlich alle dran geblieben, ja? Kurt, Sie werden ja sehr gefährlich, schon teilweise kriminell, möchte ich mal sagen. Aber auch da sieht es ganz anders aus in Wirklichkeit. Sieht echt kriminell aus, ne? Sie sind Tierpfleger von Koala-Bären. Erzählen Sie doch mal! Das ist etwas, womit ich schon lange lebe. Alle denken, der ist kriminell, aggressiv. Ja, nur weil ich gerne Motorrad fahre. Koala-Bären! Aber dem ist nicht so. Ich bin voll in Ordnung. Ich bin Tierpfleger im Ulmer Zoo. Ja, und dort kümmere ich mich um Koalas. Ganz lieb, ja, voll süß. Oh, voll süß. Ja, gut, Mensch, also das berührt uns alle sehr. Ja, kommen wir zu Andrea. Komm her, Eni, da! Andrea? Ja,
schade. Dann machen wir weiter mit Walter. Zeit haben wir ja noch. Walter, wann ist dein nächstes Turnier? Ja, mein nächstes Turnier findet nächsten Monat statt. Ja, am 1. direkt am 1. Mhm. Ja, hier unten in Trappenkamp. Ja, da ist wieder Langlaufstreckenweltmeisterschaft 2016. Mhm. Und da könnt ihr gerne, ihr könnt auch hier mit euren Kameras mal vorbeikommen. Meinen alten Haudegen da mal filmen oder was? Ja, da werden wir sicherlich alle zugucken. Ja, meine Damen und Herren, die Sendezeit ist um. Schade, dass wir heute nichts von Andrea gehört haben. Ja, wirklich schade, dass Andrea. Ein Ärgernis, womit wir aber, denke ich, mal alle gut umgehen können. Ja, dann seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Speed Talk mit Susi. Sonja heißen schön gerade. Witzig. Ja, also bis zum nächsten Mal und dann ist unser Thema, lass mich mal gucken, Sex im hohen Alter. Mega spannend. Also, bis dahin, ciao. Lasst Chizo gerne wissen, wie ihr es fandet. Hat es euch gefallen? Dann lasst einen Daumen nach oben da. Als ob. Wenn ihr nicht genug von der Grütze bekommen könnt, dann folgt ihm auch auf Instagram. Dort hinterlässt er fast täglich sinnfreien Schrott aus seinem traurigen Leben. Man glaubt es kaum, doch der Möchtegern Meister der guten Unterhaltung besitzt sogar einen Discord-Server. Dort könnt ihr chatten, Minigames spielen, erhaltet immer die aktuellsten Updates rund um die Streams und vieles mehr. Also, es lohnt sich nicht, auf dem Server beizutreten. Es gibt auch einen Shizu-Shop, aber wer will schon zu überhöhten Preisen mindere Qualität erwerben? Eben, niemand. Wenn ihr wieder einmal nichts Besseres zu tun habt, dann sehen wir uns im nächsten Stream wieder. Bis dahin, haut rein!